Ich glaube, es wird ein langes Video sein, deswegen macht euch was Schönes zum Trinken. Ich habe mir auch Eiskaffee gemacht und wir können ein bisschen über das Fly Lady System sprechen. Ich habe mit euch ein Video geteilt und euch erzählt, wie ich mein Haus im Zaum halte. Es geht um Haushaltsroutinen und diese Routinen haben mein ganzes Leben verändert. Früher war ich etwas überwältigt und als ich Kinder bekommen habe, sowieso war das total chaotisch bei uns zu Hause und ich habe nach einem System gesucht, wie ich das Ganze organisieren kann, wie ich meinen Haushalt unter Kontrolle halten kann und mit dem System von Fly Lady bin ich richtig glücklich geworden. Ich habe das umgesetzt, ich habe das angepasst für meine Bedürfnisse und ich bin total begeistert, wie einfach das alles geworden ist, wie schnell ich meine Haushaltsarbeiten erledige und wie ich überhaupt keinen Kopf mehr dafür verwende, was und wann ich machen muss oder vielleicht gar nicht mehr nach Hause gehen will, weil es so ein chaotischer Zustand ist oder gar keine Freunde einladen möchte. Es ist alles Vergangenheit. Inzwischen finde ich mein Haus richtig gut und ich bin noch nicht am Ende. Ich bin noch mittendrin, würde ich mal sagen. Und trotzdem bin ich super zufrieden mit den Ergebnissen. Und ich habe mit euch in dem Video geteilt, wie ich das alles mache und was sind diese Routinen. Dazu gab es viele aufregende Fragen. Ihr habt großes Interesse gezeigt und ihr habt mir viele Fragen gestellt, die ich heute in diesem Video beantworte. Bevor ich aber zu euren Fragen komme, möchte ich noch einen kleinen Überblick machen über das gesamte System, weil ein ganz wichtiger Punkt habe ich in dem Video ausgelassen, habe ich einfach rausgeschnitten, aber ich finde, das ist dennoch sehr, sehr wichtiger Punkt und ich möchte jetzt eine kleine Zusammenfassung machen und vielleicht bist du neu, wenn du noch kein Abonnent bist, abonniere meinen Kanal und hast vielleicht gar keinen Überblick und weißt nicht, wovon wir hier reden. Wenn du aber gleich zu den Fragen übergehen willst, unten in der Videobeschreibung habe ich Zeitstempel gelassen und du kannst direkt zu diesem Kapitel überspringen und mit den Fragen starten. Also das Putzsystem Fly Lady habe ich nicht erfunden. Das hat eine Amerikanerin erfunden, Smarla Seely. Ich werde auch unten ihr Buch verlinken. Sie hat auch eine Webseite. Dort kannst du auch Newsletter abonnieren und jeden Tag bekommst du Erinnerungen oder Mails zu dem Thema Putzsystem. Und ich habe das Putzsystem von ihr ziemlich angepasst. Und das ist etwas, mein erster Tipp, was ich dir geben möchte. Nimm das alles nicht so ernst. Filter die Information. Fly Lady System gibt uns verschiedene Werkzeuge, Möglichkeiten und liefert uns Ideen, wie wir das in unserem Haushalt umsetzen könnten. Es ist kein Muss natürlich und du passt es zu deiner Familie an. Das habe ich auch für mich gemacht. Ich habe das System völlig angepasst. Ich unterscheide drei Ebenen und alle drei Ebenen werden Schritt für Schritt eingeführt. Erste Ebene besteht aus täglichen Routinen. Das ist schon, wie gesagt, etwas, was du jeden Tag machst. Und ich habe die tägliche Routine in vier Routinen aufgeteilt. Morgenroutine, Wäscheroutine, Aufräum, kleine Aufräumroutine. Ich finde, auf Englisch gibt es einen tollen Begriff, Clutter Stop oder Clutter Check. Ich weiß nicht, wie man Clutter übersetzt, ne? Unordnung. Und vierte ist Abendroutine. Ich werde jetzt gleich die Liste einblenden. Du kannst einen Screenshot davon machen und dann hast du vor deinen Augen, wie sieht meine Morgenroutine aus? Betonung auf meine. Passt das für dich an? Die erste Stufe sitzt. Zum Beispiel hast du 21 Tage lang diese Routinen gemacht, du hast geübt, du hast geschaut, was funktioniert, was nicht, hast das für dich angepasst. Vielleicht brauchst du ein Control Journal, was Fly Lady empfiehlt am Anfang. Das wiederum Entschuldigung für die englischen Begriffe, das kommt alles aus dem System, weil es auch von Amerikanerinnen entwickelt worden ist. Du kannst sich alles aufschreiben. Und das hilft am Anfang wirklich. Also du nimmst dir einen Zettel und schreibst meine Morgenroutine. Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich auch gemacht. Am Anfang ist es wirklich viel Information und das ist hilfreich, alles aufzuschreiben. Und dann kannst du immer wieder zu diesem Zettel zurückkehren. Die zweite Ebene heißt wöchentliche Routinen. Das sind die Sachen, die man jede Woche an dem gleichen Tag wiederholt. Ich habe das total für mich angepasst. Und Fly Lady gibt etwas andere Struktur vor. Ich sage dir jetzt kurz, wie das vorgesehen ist von dem Originalsystem. Am Montag machst du
Weekly Home Blessing Hour. Das heißt, du machst eine kleine Auffrischung von deinem Haus. Du putzt das Haus nicht gründlich. Das ist keine Grundreinigung, sondern kleine Auffrischung, Blessing, ja, Home Blessing, wie man das übersetzen soll. Du nimmst dir nur eine Stunde Zeit für das Ganze. Egal wie groß das Haus ist, Bettwäsche tauschen, Staub wischen, Müll rausbringen, Spiegel putzen, Staubsaugen und nass wischen. 6 Aufgaben, 10 Minuten Zeit pro Aufgabe. Ich habe gemerkt, zum Beispiel für Spiegel und Müll brauche ich nicht jeweils 10 Minuten Zeit, da reichen mir jeweils 5 Minuten Zeit. Dafür bei dem Staubsaugen und Nasswischen bräuchte ich ein bisschen länger. Du kannst es natürlich auch schauen, wie das dir passt. Vielleicht schaffst du in 10 Minuten alles zu machen oder du bräuchtest vielleicht das umzuverteilen. Das ist keine Grundreinigung. Die Grundreinigung machen wir auf einer anderen Ebene. 3. Stufe. Hier machen wir die Grundreinigung. Wenn du denkst, oh Gott, was war das für ein Home Blessing Hour, in einer Stunde schaffe ich doch gar nicht, alles zu putzen, brauchst du gar nicht. Da musst du wirklich dir keine Gedanken machen, weil du machst es in der Zone. Was heißt eine Zone? Fly Lady hat es eingeführt, dass man das ganze Haus in Zonen aufteilen kann. Es gibt auch vordefinierte Zonen, wie das Fly Lady macht. Ich mache jetzt gleich einen Screenshot, wie das im System vorgesehen ist. Ich habe das für mich wiederum angepasst, so dass für mich überhaupt Sinn macht und wie mein Haus so aussieht. Du passt es für dich an. Vielleicht hast du nur 3-Zimmer-Wohnung und dann hast du eine Zone, ist vielleicht Keller, ja? Das, oder Garage, ich weiß nicht, was du hast. Vielleicht hast du ein großes Haus, dann musst du die Zimmer bündeln und vielleicht nutzt du nicht alle Zimmer. Dann musst du die Zimmer nehmen, die wirklich benutzt werden, täglich. Ja? Da musst du natürlich schauen, wie deine Gegebenheiten sind. Wann kommt jede Zone dran? Die Zonen sind in die Wochen eingeteilt. Wir nehmen einen Monat. Ein Monat ist normalerweise 5 Wochen lang. Die erste Zone beginnt immer an dem ersten Tag des Monats. Wie heute ist der 1. August, es ist Montag, ich filme das am Montag. Ich habe heute frei und die ganze Woche von dem 1. August bis zum 7. August, das ist Zone 1. Dann hast du nächste Woche Zone 2, Zone 3, Zone 4 und Zone 5 ist eine sehr... Die Woche geht am 29. August los, ja, die 5. Woche des Monats. Und August endet am 31., das ist Mittwoch. Hier endet deine Zone 5. Und am 1. September, am Donnerstag, fängt die Zone 1 wieder an. Das heißt, im August, die Zone 5 ist nur 3 Tage und Zone 1 im September ist nur 2 Tage. Du hast dein Haus in Zonen eingeteilt und du weißt, in welcher Zone, in welcher Woche du bist und in welcher Zone du bist. Was machst du in dieser Zone? Und hier kommt ein wichtiger Punkt, was ich ausgelassen habe im ersten Video, was aber super wichtig ist und ich bin noch dran. Das heißt, bevor du mit der Grundreinigung startest, normalerweise in den Zonen macht man Grundreinigung, ja? Aber bevor du das machst, musst du dir Gedanken machen, lohnt es sich überhaupt, in dieser Zone jetzt gründlich zu reinigen? Ist es vielleicht so viel Zeugs, das überall rumliegt, das erstmal versorgt werden soll? Ist es vielleicht so viel Zeugs, dass du erstmal ausmisten sollst, dass du durchgehen sollst? Weil man kann das Zeug, was, ja, Clutter auf Englisch, das ist ein tolles Wort, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, du kannst es nicht putzen, ja, du kannst nicht reinigen, gründlich reinigen, wenn es überall irgendwas liegt, das wird dich nur stören. Deswegen, bevor man mit der Grundreinigung anfängt, mistest du zuerst in der Zone aus. Das mache ich auch. Du gehst vielleicht in die Schubladen rein und guckst, als erstes würde ich mit der Schubladen anfangen und alles rausholen und schauen, ob du das alles brauchst. Und das Tolle daran, das überwältigt dich nicht, weil du nur 15 Minuten pro Tag in der Zone bist. 4 Tage in der Woche. Du nimmst dir 3 Behälter, Container. Weißt was ich? Ich habe so Plastiksachen von IKEA, Plastikcontainer. Und beschriftest es die. Wegräumen. Etwas, was vielleicht hier liegt, nicht an seinem Platz. Und du musst es wegräumen, das gehört in ein anderes Zimmer. 2. Container. Wegschmeißen. Etwas, was du nicht mehr brauchst, was du nicht mehr nutzen kannst und nicht mehr verschenken kannst. Und 3. Container. Spenden. Oder vielleicht willst du es verkaufen auf eBay. 3 Container. Und du
15 Minuten Zeit. Du setzt dir diesen Timer. Unbedingt mit dem Timer arbeiten, sonst wirst du stundenlang putzen. Du setzt dir den Timer, 15 Minuten Zeit und du gehst ganz schnell durch. Du gehst dir Sachen, guckst dir Sachen, was mache ich damit? Ist es jetzt die Sache, die ich brauche? Ist es etwas, was ich nicht mehr nutze? Dann kann ich das vielleicht wegschmeißen oder abgeben oder verkaufen. Und so gehst du Zone für Zone durch, bis dein Haus komplett ausgemistet ist, bis dein Haus so sich anfühlt, wie du das dir vorstellst, dass du alles hast, was du wirklich brauchst und benötigst, keinen Klatter mehr hast, keine Sachen, die einfach rumliegen. Und erst dann kannst du in dieser Zone mit der Grundreinigung starten. Also das war jetzt nochmal Überblick über das ganze System. Ich finde das System sehr schlüssig. Du kannst natürlich nehmen und aussuchen, was dir passt. Ich komme jetzt zu den Fragen von euch. Jetzt muss ich leider die ganze Q&A-Session neu filmen. Ich habe irgendwas bei Einstellung gemacht und ich war gar nicht im Fokus und das kann ich nicht veröffentlichen. Aber vielleicht ist es auch eine gute Nachricht, denn jetzt kann ich mit euch eine Nachricht teilen, die ich gestern bekommen habe. YouTube hat mir eine E-Mail geschickt, ich sei ein aufstrebender Creator on the Rise, und die haben mich 24 Stunden lang auf Homepage Entdecken gelistet. Oh mein Gott, Explore, Creator on the Rise. Mal schauen, was mir das bringt. Interessant war, dass die Videos rausgepickt haben, die das Thema Putzen angeht. Und das zeigt natürlich, dass da ein großes Interesse besteht. Und ihr, lieber Zuschauer, wollt mehr solche Videos sehen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr unter diesem Video Themen vorschlägt, was ihr genau nochmal sehen wolltet. Ich begleite auch meinen Alltag so ein bisschen und filme das. Nächste Woche kommt ein Video zum Nachmittagsroutine und zur Abendroutine kommt noch ein Video. Und ich freue mich, dass so viele Menschen ihre Häuser organisieren und schöner machen wollen. Ich teile gerne, was ich gelernt habe auf dieser Reise und wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Und darüber geht es jetzt auch in dieser Q&A-Session. Ihr habt mir Fragen gestellt zum Putzsystem Fly Lady, wie ich das mache, wie ich dazu gekommen bin. Und wir starten gleich mit den Fragen. Sehr häufig gestellte Frage: Was komme ich, wenn ich aus der Routine rauskomme? Dann mache ich die Routine natürlich nicht, ne? Wenn mein Kind krank ist und ich habe keine Zeit dafür, werde ich das natürlich nicht machen. Allerdings versuche ich, die täglichen Routinen zu behalten, soweit es geht natürlich. Wenn ich so krank bin, dass ich nicht mehr aufstehen kann, würde ich nicht so viel machen. Zum Glück bin ich sehr selten krank, und die täglichen Routinen, das ist etwas, was ich versuche immer zu machen, zu behalten, und das ist, finde ich, auch ein Grundgerüst. Ich brauche täglich frisches Geschirr zum Essen, ich brauche frische Kleidung, saubere Kleidung zum Anziehen. Von daher, die Sachen, die ich täglich mache, ist etwas Essentielles, was man sowieso machen muss, damit man irgendwie funktionieren kann und die Familie funktionieren kann. Deswegen ist es A und O für mich, täglich Geschirrspülmaschine auszuräumen und neu zu beladen und frisches Geschirr zu haben. Es ist wichtig für mich, die Wäsche zu machen täglich und die Bäder zu machen, damit ich einfach dieses frische Gefühl habe. Weil wenn man auch krank ist oder das Kind krank ist, ist es doch angenehmer, ins Bad zu gehen, was sauber ist, wenn man Magen-Darm hat zum Beispiel. Ja? Das habe ich auch den Unterschied gemerkt, dass es ausmacht, wenn man dieses System folgt. Wenn ich in den Urlaub fahre, ich verpasse natürlich zum Beispiel jetzt, demnächst fahren wir in den Urlaub, 2,5 Wochen sind wir nicht da, und ich verpasse diese Wochen. Ich komme zurück, ich werde natürlich nichts nachholen, und das finde ich das Tolle an dem System. Du hast tägliche Routine, das ist sowieso etwas, was du täglich machst. Tagesfokus, wöchentliche Routinen, etwas, was du an diesem konkreten Tag machst. Und da kannst du einsteigen, wann du willst. Ja, wenn du zurück vom Urlaub kommst und das ist mal Sonntag, dann Sonntag ist bei mir
Renew Your Spirit Day, das heißt ein Tag, wo du dich einfach eigentlich erholst und nichts machst. Oder wenn du zurück am Montag kommst, wenn du Fly Lady System folgst, am Montag ist normalerweise a Weekly Home Blessing Hour. Du kannst gleich einsteigen, wo du wieder startbereit bist. Die Zone werde ich auch auslassen und ich starte einfach in der Zone, die fällig ist. Ne? Du kannst ja auf dem Kalender gucken, die erste Zone beginnt mit dem ersten Tag des Monats. Und du kannst natürlich gleich schnell sagen, in welcher Zone du gerade dich befindest, wenn du in der Woche A zurück nach Hause kommst und wieder einsteigen möchtest. Es ist eigentlich ganz einfach. Und die Zonen, die nicht dran waren, weil ich die verpasst habe, dann ist es halt so, die kommen nächsten Monat wieder dran. Ich würde mir da gar keine Gedanken machen, man holt da sowieso nach. Von daher entspann dich und wenn du mal keinen Bock hast, dann lass das aus oder es klappt einfach nicht. Gibt es natürlich Tage, die Kinder sind schlecht drauf oder dann schaffe ich nicht meine 15 Minuten in der Zone zu machen an diesem Tag. Dann mache ich nächsten Tag vielleicht 30 Minuten in der Zone. Oder wenn das gar nicht geht und ich super crazy Woche habe, dann mache ich das am Samstag. Am Samstag mache ich in der Regel Wochenputz. Das ist eine Stunde lang und da dran kann man eine Stunde mit den Zonen dranhängen und das würde ich auch empfehlen, wenn du ganz crazy Woche hast, wenn du viele Stunden arbeitest, Vollzeit arbeitest, mach Zonen und Wochenputz am Samstag und Tagesfokus versuch das unter der Woche zu machen, ja, Einkaufsliste zu schreiben, nächste Woche zu planen. Auto auszuräumen, ne? Das geht ja eigentlich schnell, ne? In 10 Minuten ist man da in der Regel fertig. Aber da möchte ich noch betonen, das System für mich ist jetzt keine Strafe, ne? Oder irgendwas, wo ich habe keine Lust, jetzt muss ich wieder was machen, sondern umgekehrt, dieses System hat mir Freizeit geschenkt. Dieses System hat mir einen freien Kopf geschenkt, dass ich mich nicht auf diese Sachen konzentrieren soll, diese Haushaltssachen, sondern an die anderen Sachen denken kann. Ja? Und durch diesen automatisierten Ablauf, was man täglich macht, denkt man nicht so viel drüber nach. Man muss ja nicht sich Gedanken machen, wann habe ich zuletzt die Wäsche gemacht oder wann soll ich jetzt Fenster putzen. Das ist läuft alles, weil das in diesem System ist. Somit wird das Ganze in diesem System organisiert und man muss sich nicht so viele Gedanken machen. Deswegen versuche ich wirklich dran zu bleiben, nicht so viele Tage auszulassen, auch wenn ich vielleicht mal keine Lust habe. Aber sobald du anfängst, dann bist du wieder drin und danach wirst du eher stolz sein, dass du es geschafft hast. Du hast dein Gefühl, dass du irgendwas erledigt hast und du hast die Sachen unter Kontrolle. Weil manchmal, wenn ein Chaos herrscht und zu Hause alles durcheinander ist, das hat einen sehr großen Einfluss auf psychischen Zustand. Man hat auch Chaos im Kopf. Und das System ist eigentlich was Tolles für mich, für solche Menschen wie ich, die ein bisschen unorganisiert waren, die vielleicht nicht alles so im Griff hatten, die ein bisschen chaotisch waren. Für solche Menschen ist dieses System toll, finde ich. Und da hatte ich wirklich meinen Frieden gefunden. Nächste Frage, wie lange wende ich schon das System an und ob ich in irgendeiner Hinsicht Probleme hatte? Das System wende ich bereits ziemlich lange an, mit Unterbrechungen. Angefangen habe ich, als meine Tochter noch ein Baby war, also in 2017. Und langsam, peu an peu, habe ich angefangen, die Sachen einzuführen. Als ich mein zweites Kind bekommen habe, da bin ich völlig rausgefallen aus dem System. Die ersten Tage und Monate waren ziemlich anstrengend, weil ich zwei Kinder unter 2 Jahre alt hatte. Und das war wirklich anstrengend, muss ich zugeben. Und da kam zu mir Reinigungskraft, ja, die mich unterstützt hat. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, dass irgendwie zwar kommt zu uns jemand und die macht ja diese Grundreinigung einmal in der Woche, trotzdem die ganze Woche waren wir irgendwie im Chaos und ich habe die Sache nicht geschafft, weil ich nicht dieses System hatte oder nicht mich dran gehalten habe. Und ich habe sogar dazu tendiert, die Sache nicht zu machen, weil das macht sowieso meine liebe Sade, die kommt zu mir und ich brauche das nicht zu machen und das brauche ich nicht zu machen, die macht das schon. Und da für mich war das nichts. Ja. Dann kam Corona, sie kam nicht mehr und ich habe gedacht, nee, ich muss zurück zum Fly-Lady-System, weil das ist etwas,
Ich finde es auch, wenn du kleine Kinder hast, muss man sowieso täglich etwas machen, wenn man ordentliches Zuhause haben möchte. Man muss wirklich täglich was machen. Wenn man keine Kinder hat, kann man natürlich einmal in der Woche was machen und dann hat man auch unter der Woche, ja, vor allem wenn man arbeitet, kommt man nach Hause, es ist sowieso aufgeräumt und sauber und keiner hat irgendwie hier Chaos veranstaltet mit kleinen Kindern, vor allem wenn die zu Hause sind und nicht in die Kita gehen, ist es ziemlich anstrengend. Welche Probleme sollte man vermeiden oder welche Probleme hatte ich in der Hinsicht, als ich dieses System eingeführt habe? Das erste Problem, vermeide bitte zu schnell in das System einzustürzen. Das wird nicht funktionieren, man wird überfordert sein und wichtig ist wirklich langsam vorangehen. Weil das ganze System ist etwas, was du mehrere Monate lang machst, bevor du überhaupt große Ergebnisse siehst oder große Veränderungen. Es ist wirklich Schritt für Schritt, kleine Schritte. Und ja, das war am Anfang vielleicht auch mein Problem. Ich wollte natürlich alles gleichzeitig machen und alles gleichzeitig einführen. Dann bist du einfach überfordert. Wichtig ist auch, alles aufzuschreiben, was du machen sollst. Ja, dass du das am Anfang wieder vor Augen hast und nicht alles im Kopf behältst, weil das überfordert wiederum. Deswegen aufschreiben, sich die Routinen aufschreiben, jeden Tag anschauen, dieses Zettel in der Hand halten und schauen, was man zu tun hat. Vielleicht abhaken, das tut auch einmal gut, dass man Sachen erledigt. Und so Schritt für Schritt vorgehen, bis die Sachen automatisiert sind. Und für mich hat sich bewährt, diese Ebenen Schritt für Schritt einzuführen, also tägliche Routinen, vielleicht machst du das einen Monat lang, wöchentliche Routinen den nächsten Monat und wenn das sitzt, dann kannst du dritte Ebene machen. Oder du gehst auf die Webseite von Flydaddy, die hat da Babyschritte aufgeführt und du kannst jeden Tag eine Kleinigkeit einführen und in 30 Tagen hast du die meisten Routinen drauf. Es ist eine andere Möglichkeit. Nächstes Problem ist Perfektionismus. Wenn man alles perfekt machen möchte oder anstrebt, wird man sehr schnell frustriert sein. Man hat auch diese Zeitrahmen. Ich habe gesagt, es ist wichtig, diesen Timer zu nutzen, weil du willst eigentlich dir Zeit sparen. Und am Anfang schaffst du natürlich die Sachen nicht in dieser Zeit zu machen, so wie du das wünschst. Vielleicht hast du schon seit 3 Jahren die Fenster gar nicht geputzt. Du kannst natürlich nicht in 15 Minuten ein Fenster komplett sauber hinkriegen. Und trotzdem soll man dieses Perfektionismus zur Seite legen. Es wird nicht perfekt sein. Man braucht es auch nicht perfekt zu haben. Vor allem, wenn man kleine Kinder hat. Sobald du Fenster, wenn du stundenlang ein Fenster geputzt hast und findest, dass es toll sauber ist, geht dein Kind die nächste Sekunde und hinterlässt seine tolle Fingerabdrücke drauf. Von daher ist es mit dem Fenster, also ich putze inzwischen Fenster in 3 bis 5 Minuten. Ich kann dir nachher zeigen, wie das geht. Aber Perfektionismus ist etwas, ist eigentlich ein Feind. Alle Frauen tendieren so ein bisschen dazu, alles perfekt zu machen oder lieber alles richtig zu machen. Oder man fängt ja gar nicht mehr an, weil man nicht diese Chance hat, alles so zu machen, wie man sich das vorstellt. Ich würde das versuchen zu unterdrücken. Das war auch schwierig für mich am Anfang. Und Flylady sagt auch, Progress is better than perfection. Progress, Fortschritt. Lieber ein bisschen jeden Tag zu machen, als einmal aber perfekt. Ne? Weil jeden Tag ein bisschen was bringt dich weiter, als einmal perfekt und dann hast du keinen Bock mehr, weil du an dem Samstag 3 Stunden lang alles perfekt geputzt hast. Hast du keinen Bock mehr wieder oder du wartest noch 2 Wochen, bis du wieder anfängst, irgendwas zu reinigen, bis es dich so nervt. Und hier machst du etwas, auch wenn es sauber erscheint, machst du trotzdem ein bisschen was und später wird es wirklich so schnell gehen, von der Hand gehen und man würde sagen, oh, das Haus macht sich selber irgendwie sauber, weil jeden Tag machst du Kleinigkeiten und das kostet dann wenig Energie, wenig Zeit und trotzdem wird es ziemlich sauber sein. Wird denn man in die Routine einbezogen? Klar, also wir haben jetzt nicht uns hingesetzt und gesagt, du machst das und du machst das, weil du das natürlich auch machen könntest und ich empfehle auf jeden Fall alle Familienmitglieder in die Routinen einzubeziehen. Je größer die Familie, umso wichtiger ist es, dass alle an diesem Prozess teilnehmen. Alle wohnen in diesem Haus, in dieser Wohnung und alle können beitragen. Mein Mann macht meistens Müll,
Er räumt die Spülmaschine aus, er macht die Brotdosen für die Kinder, er macht immer wieder Wäsche und legt die zusammen und verstaut die in den Schrank. Er macht ganz viel in dem Garten und so Männerarbeiten, wo ich überhaupt nicht hingehe, weil ja, ich habe da nichts zu suchen und möchte ich nicht machen. Von daher ist es bei uns schon schön aufgeteilt. Er geht immer einkaufen, in der Zeit mache ich normalerweise meinen Wochenputz. Und ja, ich empfehle auch, die Partner einzubeziehen, wenn du die Möglichkeit hast. Könntest du mal einen normalen Tag von dir beschreiben, mit welchen Uhrzeiten und wann, bis wann du welche Tätigkeiten machst? Wie gesagt, ich mache jetzt die Videos veröffentliche auf meinem Kanal, meine Morgenroutine, Nachmittagsroutine und Abendroutine. Um einen groben Überblick zu geben, normalerweise versuche ich früh aufzustehen, also vor den Kindern auf jeden Fall. Aber meine Kinder schlafen lange, wir wecken sie, von daher ist es kein Problem. Und die Morgenroutine dauert bei mir eine halbe Stunde, je nachdem, was ich mache. Wenn ich jetzt joggen gehe, Yoga mache morgens, dann muss ich danach duschen, dann dauert das in der Regel eine Stunde. Dann, wenn wir zurück vom Kindergarten nach Hause kommen, mache ich gleich die Wäsche. Ich starte morgens die Waschmaschine, also nach dem Frühstück. Wenn wir zurück nach Hause kommen, dann hänge ich die Wäsche auf oder lege die in den Trockner, je nachdem. Die Handtücher mache ich immer in dem Trockner. Und dann, wenn es trocken ist, lege ich die zusammen und verstaue in den Kleiderschrank. Das erfolgt dann schon, wenn die Kinder im Bett sind. Oder wenn ich die Wäsche aufgehängt habe und ich habe schon eine Ladung vom Vortag, was aufgehängt wurde, dann ist die bereits trocken. Dann lege ich das gleich zusammen. Also quasi, ich komme nach Hause, ich gehe gleich in den Keller und versorge die Wäsche. Also ich lege die dann zusammen und bringe das oben in den Schrank. Dauert auch bei mir maximal 10 Minuten. Und dann versuche ich auch gleich die Zone zu machen. Es ist nicht immer möglich. Manchmal spielen die Kinder zusammen ganz friedlich, manchmal nicht. Manchmal sind sie übrigens dabei. Ich lade die immer ein. Sie können mir gerne helfen, auch bei der Wäsche oder bei der Zonenreinigung. Dann geht es natürlich nicht mit 15 Minuten. Ja, das muss man realistisch sehen. Dafür finde ich das trotzdem als eine Zeit, die ich zusammen mit meinen Kindern verbringe. Wir tun gemeinsam etwas für unser Haus und wir haben so gesehen Quality Time. Wir reden, ich zeige ihnen, wie man das macht und die sind involviert. Und ich sehe das als die Zeit an, die wir gemeinsam verbringen. Danach mache ich Abendessen und da ist es wiederum die Frage, ob die Kinder mitmachen oder nicht. Wenn sie Lust haben, helfen sie mir. Oder sie spielen jetzt eigentlich im Sommer, ist es toll draußen zu sein und die sind dann gerne im Garten und spielen gerne draußen. Es kann sein, dass ich die Zone in der Nachmittagsroutine nicht schaffe, dann mache ich das abends, wenn die Kinder bereits im Bett sind. Nach dem Essen räumen wir gemeinsam alles auf und danach mache ich nur Oberflächen reinigen, Herd, Spülmaschine starten und die Spüle reinigen. Das dauert auch nicht so lange, maximal 20 Minuten. Oder mein Mann macht das und ich bin mit den Kindern, also wir tauschen, je nachdem, ob er früher nach Hause kommt oder später oder ja, es ist unterschiedlich bei uns. Wenn ich das nicht schaffe mit der Zone, dann verschiebe ich das entweder auf den nächsten Tag oder wenn ich das gar nicht schaffe unter der Woche, ich habe das schon erwähnt, mache ich das am Samstag, dann habe ich eine Stunde lang in einer Zone. Man hat am Anfang das Gefühl, dass man die ganze Zeit am Putzen ist oder den ganzen Tag, aber das ist nicht so. Es ist nur so, weil man am Anfang daran noch fest denkt, ja, man versucht diese Gewohnheiten einzuführen. Und wenn du versuchst, eine neue Gewohnheit einzuführen, beschäftigt dich das auch und du denkst ziemlich oft dran und es ist auch schwierig, in dieser Zeit, in angegebener Zeit zu bleiben, weil vielleicht die Sachen länger liegen gelassen worden sind oder man muss ja noch viel ausmisten und da fühlt man sich ein bisschen überfordert, aber man soll dem System vertrauen und man soll wirklich die Zeit beachten und man denkt, es ist kein Sprint. Du machst dein Haus nicht innerhalb von einer Woche sauber. Das kriegst du nicht hin und deswegen, es kann mal länger dauern. Trotzdem muss man diesem Prozess vertrauen und mit der Zeit wirst du einfach diese Sachen automatisiert machen und die werden dir nicht so vorkommen, als ob du von morgens bis abends putzt, sondern im Gegenteil wirst du mehr Zeit bekommen, mehr Freizeit und du wirst dich total anders fühlen. Du kommst nach Hause und das ist alles aufgeräumt. Du gehst ins Bad und das Bad glänzt.
Du kommst nach Hause, als ob du in ein Hotel. Wieso mag man sehr, in den Urlaub zu gehen? Man geht in dieses Hotelzimmer rein, ja, bevor man eigene Sachen noch da verteilt hat. Man geht gleich ins Zimmer rein und man so, puh, das ist so frisch, es ist aufgeräumt, die Oberflächen sind leer und sauber, das Bett ist schön gemacht, das Bad ist glänzt, es hängen frische Handtücher und man hat dieses tolles Gefühl, egal wie teuer das Hotel ist, egal wo du Urlaub machst, hat man dieses tolle Gefühl, die Sachen liegen nicht herum, es ist einfach sauber aufgeräumt. Und dieses Gefühl wirst du auch nachher zu Hause haben, wenn du bei diesem System bleibst und Schritt für Schritt Sachen veränderst. Es kann sein, dass es jahrelang dauert. Bei mir ist es noch nicht abgeschlossen, noch längst nicht abgeschlossen. Ich habe ein großes Projekt im Keller, da sind ganz viele Sachen, die ich ausmisten muss, durchgehen muss und ich bin jetzt noch dran. Auch in den Schubladen, in einigen Schubladen muss ich noch die Sachen mir anschauen und gucken, ob ich wirklich all diese Sachen brauche. Also nochmal, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Also stell dich auf einen Marathon ein und ich finde, dieser Spruch passt sehr gut zu dem System. Da kam auch noch eine Frage, man hat Schwierigkeiten, in so wenig Zeit alles zu erledigen und da spricht wirklich wiederum dieses Perfektionismus. Man soll natürlich sich Fragen stellen, soll man zuerst vielleicht ausmisten, bevor man mit der Zonenreinigung, Grundreinigung anfängt und das ist A und O, zuerst alles ausmisten, da wirst du dann sehen, was für eine Erleichterung das sein wird und wie schnell und einfach du dann diese Grundreinigung machst. Und ich glaube, alle haben das am Anfang schon mitgemacht und ich musste am Anfang auch die Augen zumachen. Das wird halt nicht perfekt sein oder ich schaffe das nicht, dann lasse ich das. Ich lasse das wirklich. Jemand hat auch noch Frage gestellt, ob ich noch 5 Minuten dranhänge, damit ich das abschließe. Manchmal ja, und das spricht auch wiederum dieses Perfektionismus. Zum Beispiel Fly Lady System sieht nicht vor, dass du während des Wochenputzes auch unter den Betten wischst. Die sagt, okay, du machst das, wenn du in der Zone bist, kannst du dann richtig schön sauber die Böden nass wischen. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich muss auch unter dem Bett sauber haben, weil ich schlafe auf dem Bett und ich will nicht das einatmen. Ich habe auch extra geguckt, dass ich solche Betten habe, wo ich die Möglichkeit habe, unter dem Bett sauber zu machen. Und deswegen habe ich die Zeit etwas umverteilt. Ich mache fürs Nasswischen 15 Minuten, manchmal ist es sogar 20 Minuten. Ja? Also da tendiere ich auch mal dazu, Timer klingelt und ich mache noch ein paar Minuten. Aber ich versuche es trotzdem, um gar keinen Fall mehr als 20 Minuten etwas zu machen. Ich finde es ja doch schwierig, bei einer Stunde für die Zone zu bleiben. Wie geht das? Es gibt dann halt doch mehr zu tun und für manches reichen keine 5 Minuten. Ich bin mir nicht so sicher, ob man die Zonen bei der Frage meint oder diesen Wochenputz. Gut, die Zonen werden, ich habe gesagt, man macht es täglich 15 Minuten, 4 Tage in der Woche und dann hat man 1 Stunde in der Woche. Wenn du aber die Zone am Stück machst, dann hast du 1 Stunde tatsächlich in der Zone. Und ich glaube, die Frage habe ich bereits beantwortet. Am Anfang wirst du es nicht perfekt haben. Du wirst nicht in dieser Zeit schaffen, alles zu machen. Dann mach irgendwie ein bisschen. Es ist besser, etwas zu machen, als gar nichts zu machen. Und nächsten Monat bist du wieder in dieser Zone. Und nächste Woche kannst du nochmal dran machen. Wenn du einmal im Monat Dunstabzug sauber putzt, zum Beispiel, ja, muss man nicht. Aber wenn du zum Beispiel 3 Monate hintereinander einmal im Monat Dunstabzug sauber machst, hast du vielleicht mehr gemacht, als du früher gemacht hast. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Ich habe ziemlich selten Dunstabzugshaube geputzt. Und jetzt kann ich das machen, wenn ich in der Zone bin und gefühlt mache ich viel mehr, als ich früher gemacht habe. Und also früher hatte man dieses Frühlingsputz, ne? Das, was die Oma und die Mama oft gemacht hat. Und mit diesem System brauchst du keinen Frühlingsputz mehr, weil du täglich, monatlich und wöchentlich etwas machst. Kleine Schritte, kleine Veränderungen, aber um ein großes Bild zu sehen, wirst du mehr Zeit in dieser Zone verbringen, als du Frühlingsputz machst. Ne? Wenn du einmal im Jahr irgendwas Großartiges machst, auf das Jahr verteilt, machst du viel mehr.
Gleichzeitig bist du nicht völlig überfordert oder musst du dir nicht ein paar Tage frei nehmen, um diesen Frühlingsputz zu machen. Und am Ende bist du völlig ausgelaugt, ne? Und ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mit diesem System machst du kleine Schritte und du brauchst gar keinen Frühlingsputz mehr zu machen. Von daher, Perfektionismus zur Seite legen, versuchen ein paar Monate diesem System zu folgen und du wirst es sehen, das wird sich was ändern. Welche Putzlappen benutzt du? Ich benutze ganz einfache Mikrofaser-Putzlappen. Die habe ich irgendwie mal bei Drogerie gekauft. Und ich glaube, es waren 6 in der Packung. Und ich finde es gut, dass es in 2 verschiedene Farben sind. Blau ist für Waschbecken, grau ist für die Toilette. Ich tausche die 2-mal in der Woche. Und 1-mal in der Woche wasche ich alle Putzlappen zusammen. Wenn ich Waschbecken gereinigt habe mit Zitronensäure, habe ich euch oft im Videos gezeigt, dann trockne ich das immer mit dem Tuch, das ist auch so ein Poliertuch für Fenster, und das war's. Also ich muss sagen, da muss man nicht irgendwie komplizierte oder viele Waschlappen haben, wenn man die 1-mal in der Woche wäscht und so eine Packung kauft, wo 6 Stück drin sind, dann reicht das völlig aus, meiner Meinung nach. Gibt es Tage, wo du nicht hinterherkommst? Kommt es jetzt immer noch vor, dass du nicht hinterherkommst? Klar, gibt es Tage und Wochen, ich bin ein Mensch, ja, es kann immer irgendwas vorkommen. Ich muss euch sagen, also am Anfang des Ukraine-Krieges habe ich auch ein paar Monate, die ersten Monate waren ziemlich anstrengend für mich. Und ich hatte auch Verwandtschaft aus Ukraine, die haben bei uns gewohnt und das war schwierig, die Routine beizubehalten. Und man hat auch den Kopf nicht dafür, wobei man sagt, wenn man zum Beispiel schwere Zeiten hat, ist es sogar hilfreich, diese Routinen zu haben und die halten dich einfach irgendwie zusammen. Ja, du brichst nicht auseinander, sondern du hast irgendwie Halt und die Routinen geben dir diesen Halt. Die Routinen sind eigentlich was Schönes, vor allem wenn man schwierige Zeiten hat, weil wenn du auch das Putzen ist sehr schön fürs mentale Gesundheit, würde ich mal sagen. Man hat zum Beispiel im Buddhismus, finde ich ganz interessant, diese buddhistischen Mönche, die putzen fast den ganzen Tag, weil während diesen Arbeiten, solchen automatisierten Arbeiten, folgt auch die geistige Arbeit, die man hat. Ja, ich fand das interessant, so einen Beitrag zu lesen, dass das Putzen ist auch etwas Spirituelles oder könnte was Spirituelles sein, weil du in dieser Zeit an was anderes denkst, ne, wo du diese mechanische Arbeiten machst. Aber natürlich, ja, komme ich raus und finde ich gut bei diesem System, man kann immer wieder einsteigen, das ist kein Problem. Ich bin noch nicht dort, wo ich sein möchte. Ja, wir haben noch viele Sachen zum Ausmisten und ich glaube nächstes Jahr, also es wäre schön, wenn ich in einem Jahr das abschließe. Das habe ich mir als Ziel gesetzt und mal schauen, ob ich weit komme. Kann man die Routine auch mit einem Baby anfangen? Klar, man kann die Routine auch mit einem Baby anfangen. Natürlich hängt es von deinem Baby ab. Steht dein Baby zusammen mit dir auf oder schläft dein Baby länger und du kannst früher aufstehen? Das war in meinem Fall mit meiner Tochter. Sie hat immer lang geschlafen. Aber man kann auch mit dem Baby das implementieren. Vielleicht musst du was verschieben. Zum Beispiel, wenn das Baby gleichzeitig mit dir aufsteht, dann machst du die Routine für dein Baby. Ja, machst das Baby frisch, was man so alles macht. Fütterst das Baby und vielleicht, wenn dein Baby frisch angezogen, gefüttert und zufrieden ist, kann ein bisschen spielen. In dieser Zeit kannst du die Routine machen, ja, wenn dein Baby vielleicht auf einem Teppich liegt und gerne Mobile anschaut oder ja, irgendwie sich beschäftigen kann. Wenn das auch nicht geht, gibt es immer Tragetasche als Lösung. Also eigentlich, wenn wer sucht, der findet den Weg, das in sein Leben zu implementieren. Es wird natürlich etwas unstrukturierter sein. Man kann sowieso nicht so viel mit dem Baby planen und man soll da nicht enttäuscht sein, sondern man soll sagen, okay, ich schaue mal, wie der Tag ist, ob das diesen Tag klappt oder nicht. Man soll sich sowieso auf was Neues einstellen jeden Tag und schauen, ob das klappt oder nicht und dann sich richtig loben, wenn das klappt. Das ist wirklich nicht einfach.
Bis zu welcher Wohnungshausgröße ist das System nutzbar? Es gibt keine Begrenzungen. Das System kommt aus USA und erkennt ja, in USA haben sie riesige Häuser, ja, riesige Wohnungen. Und da hat die Größe gar keine Relevanz. Man teilt das Haus in 5 Zonen auf. Und also Fly Lady gibt auch vor, welche Zimmer werden in diese jeweilige Zone eingeteilt. Man hat immer diese Zimmer und egal wie groß dein Haus ist. Und vielleicht, wenn du zu viele Zimmer hast, vielleicht hast du 8 Zimmer, weiß ich nicht, dann hast du bestimmt ein paar Zimmer, die du sehr selten nutzt. Und die tust du zusammen in einer Zone und dann kommen die irgendwann mal dran, vielleicht nicht jeden Monat, aber trotzdem bist du nicht so oft da und du kannst es auch handeln. Also eigentlich gibt es keine Begrenzung, was die Größe angeht. Bügelst du deine Wäsche gar nicht? Bei der Wäsche weiß ich noch nicht, wie ich es mache, wie bügele ich meine Wäsche. Ja, ich bügele Wäsche sehr selten. Früher habe ich öfters gebügelt. Und du kannst es so machen, dass du, wenn du täglich Wäsche machst, wie ich, muss nicht sein. Also wenn du jetzt keine Kinder hast, brauchst du das natürlich nicht. Auf jeden Fall könntest du zum Beispiel, wenn du Wäscheroutine machst täglich, dann auch diese Wäscheladung, was du gemacht hast an diesem Tag, auch abends mal bügeln. Oder du führst es als einen Wochenfokus ein. Ja, es gibt von Montag bis Sonntag haben wir 7 Tage. Einen Tag kannst du dir aussuchen, wo du als Wochenfokus bügeln hast, zum Beispiel. Oder du hängst es dran an dem Wochenputz, ne? Wenn du Wochenputz machst. Wobei ich glaube, das ist dann zu viel. Das würde ich nicht tun. Also als Wochenfokus finde ich das als eine gute Lösung. Und du kannst sagen, zum Beispiel am Donnerstag ist es mein Tag, wo ich bügele. Und dann bügelst du alles, was du bügeln möchtest und musst. Mit 3x2 Minuten pro Tag Dinge verräumen, komme ich nicht aus. Da bleibt immer noch was liegen. Ja, es ist am Anfang so. Es könnte verschiedene Gründe sein. Vielleicht musst du viel noch ausmisten. Vielleicht also wichtig ist auch die Sachen immer peu à peu auszumisten. Das macht man, wenn du in der Zone bist. Oder du kannst dir extra für Ausmisten ein Projekt machen, aber das würde ich auch, ich weiß nicht, je nachdem, wie viel Zeit du hast, ja, wie die Situation ist. Aber meistens der Grund, wieso man das nicht schafft, ist, dass man noch nicht komplett ausgemistet hat. Und der andere Grund, dass man, wenn man Sachen benutzt hat, nicht gleich zurückverräumt. Und da musste ich das auch lernen. Also es ist bei mir auch ganz schlimm gewesen früher. Und jetzt versuche ich wirklich, das ist eine Regel des einen Griffes. Wenn ich einmal was in der Hand habe, einen Griff, dann lege ich das nicht mehr zurück und irgendwann muss ich zweiten Griff machen, wieder die Sache in die Hand nehmen und verräumen. Sondern wenn ich schon das in der Hand habe, dann bringe ich das wirklich zurück zu dem Platz und deswegen klappt das ganz gut. Und meistens in diesen 2 Minuten Aufräumroutinen sind es meistens die Kindersachen, ja, Spielsachen, obwohl sie versuchen auch aufzuräumen, nachdem sie fertig sind. Aber das sind noch Kinder, ja. Deswegen mach dir da keinen Kopf, du kommst noch dahin, es wird schon klappen. Am Anfang ist es vielleicht zu wenig Zeit. Aber mit der Zeit, wenn du ausmistest regelmäßig, wenn du versuchst, die Sachen, wenn du schon ausgemistet hast, eine Zone oder einen Bereich, wirst du sehen, du wirst echt versuchen, die sauber zu beibehalten. Ja? Du wirst echt dir Mühe geben, weil du hast dir so viel Mühe gemacht, das auszumisten. Und du wirst darauf achten, dass da nicht so viele Sachen irgendwie rumliegen, dass die Oberfläche vielleicht leer ist und nicht zugemistet wird. Und das ist eigentlich das Geheimnis, ja, mit der Zeit. Man achtet einfach selber drauf, man möchte diese Sauberkeit behalten. Ich habe das mit den 4 Zonen nicht ganz verstanden. Investiert man 15 Minuten jeden Tag in eine andere Zone oder gehören zum Beispiel 15 Minuten am Dienstag immer ins Bad? In eine Woche gehört nur in eine Zone. Also in dieser Woche von Montag bis Sonntag bist du nur in Zone 1 zum Beispiel. Ja? Und was ist Zone 1? Definierst du im Vorfeld. Ja? Für mich ist es mein Eingangsbereich, also Flur. Bürozimmer, was neben dem Flur ist, kleines Bad, was neben dem Flur ist und Terrasse, ja, die Bereiche, wo man von draußen nach rein geht.
Und eine Woche lang bin ich in dieser Zone. Ich bin nicht immer in einem kleinen Bad. Ja? Ich gucke, was gemacht werden muss. Vielleicht ist das Fenster ganz dreckig, dann muss ich das Fenster reinigen. Vielleicht ist in dem Büro, muss ich eine Schublade ausmisten, dann mache ich das 15 Minuten lang. Also jeden Tag kann ich mir selber überlegen, was ich zu tun habe. Es gibt auch auf der Webseite Listen. Ja, du kannst dir Listen runterladen als Hilfestellung, was man so alles machen könnte. Ja. Aber die ganze Woche machst du nur eine Zone. Gefühlt ist es ein mega langes Video geworden. Ich hoffe, ich habe die meisten Fragen eigentlich beantwortet. Ich werde die auch so posten, glaube ich. Ich werde vielleicht in den Zeitstempel reinschreiben, welche Themen ich behandelt habe, damit man nicht ewig lang schauen muss. Aber schreibt gerne in den Kommentaren, welche Videos ihr noch sehen wollt. Ich werde diese ganzen Putzvideos in einer Playlist zusammenführen. Die Playlist heißt Putzen mit Nadja und du kannst da alles nachschauen. Und ich freue mich sehr gerne auf eure Kommentare, auf euer Feedback. Abonniere meinen Kanal, falls du noch kein Abonnent bist. Nächste Woche kommt das Video zu meiner Nachmittagsroutine und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dann. Ciao. Danke, dass du dabei bist. Wenn du bis hierher geschafft hast, ein dicker Kuss von mir. Ciao.